Singapur, der Stadtstaat an der Südspitze Malaysias, ist eines der reichsten Länder der Welt. Mit jährlich 11 Millionen Touristen zählt die Stadt, die ungefähr die Fläche Hamburgs belegt, neben New York und Hongkong zu den 10 meistbesuchten Städten der Welt und ist gleichzeitig auch einer der wichtigsten Finanzplätze. Der Name Singapur kommt aus dem Sanskrit und setzt sich zusammen aus den Wörtern Singa für Löwe und Pur für Stadt. Die Löwenstadt also. Deshalb findet man den Löwen auch an jeder Ecke. Zum Beispiel auch in Gestalt dieser riesigen Fontäne an der Marina Bay, der wohl berühmtesten Bucht der Stadt. An keiner Stelle wird der Unterschied zwischen Tradition und Moderne, zwischen den verschiedenen Kulturen und von Reichtum und Armut besser deutlich als hier. An der Marina Bay liegt das wohl bekannteste Hotel der Welt, das Marina Bay Sands. Dazu gleich mehr. Tradition wird großgeschrieben im Vielvölkerstaat Singapur. Den Hauptanteil der Bevölkerung machen Chinesen, Malaien und Inder aus. Daher finden sich diese und ihre jeweiligen Kulturen in den Stadtvierteln vertreten. Religionsfreiheit und der gegenseitige Respekt des anderen werden großgeschrieben. So kann man in den diversen Läden in Chinatown, Little India, aber auch in anderen Vierteln religiöse Gegenstände kaufen. Auch an die große katholische Gemeinde in Singapur ist gedacht. Wer als Tourist nach Singapur kommt und nicht allzu sehr auf das Geld achten muss, der steigt im Marina Bay Sands Hotel ab. Dabei handelt es sich im eigentlichen Sinne nicht nur um ein Hotel, sondern um ein ganzes Resort. Das Hotel selber hat über 2500 Zimmer und 55 Etagen in den drei Türmen. Auf dem Dach findet sich der wohl berühmteste Swimmingpool der Welt, der Infinity Pool. Uah, das ist nicht warm. Zu diesem haben nur Hotelgäste Zutritt. Auf 146 Metern Länge kann man das Panorama der Stadt genießen und bei guten Wetterbedingungen bis nach Malaysia schauen. Aber natürlich stürzt man an der Kante des Pools nicht gleich 340 Meter in die Tiefe. Und jetzt lösen wir das Rätsel des Infinity Pools. So, der hört hier auf und hier geht es dann in so eine Rinne, aber reinfallen möchte ich da trotzdem nicht. Unmittelbar hinter dem Hotel befindet sich das 101 Hektar große, künstlich aufgeschüttete Parkgelände Gardens by the Bay. Von weitem gut zu erkennen durch die sogenannten Super Trees, Metallgerüste, die zur Aufzucht seltener Pflanzenarten dienen. Außerdem wird mit Photovoltaikanlagen Energie für die Bewässerung und den Park gewonnen. Die Super Trees zeichnen sich durch eine Höhe von 25 bzw. 50 Metern aus. Den zentralen Baum kann man besteigen und auf seiner oberen Plattform die sagenhafte Aussicht genießen. Gerade abends und in der Nacht sind die Bäume und der gesamte Park ein echter Hingucker. Ein unbedingter Tipp für jede Reise nach Singapur. Im Flower Dome sind wir jetzt hier in Singapur. Eine künstlich angelegte Blumenschau wäre, glaube ich, das falsche Wort. Pflanzen aus allen Ländern sind hier zu sehen. Wir haben eben schon Kakteen gesehen, wir haben Bäume gesehen, aber natürlich gibt es auch Blumen. Das Wort Flower, wie gesagt, beschreibt es nur so annähernd, was man hier sehen kann.
Nach ca. 40 Minuten Fahrt mit U-Bahn und Bus kommt man zum berühmten Singapur Zoo. Auf 28 Hektar finden sich über 300 Tiere, zum Teil auch bedrohter Arten. Die Tiere werden vielfach in sehr großen Gehegen gehalten und, wie im Falle der Orang-Utans, überragen diese sogar die Wege, die die Besucher nutzen. Das Areal ist weitläufig und auch in der größten Mittagshitze ist man durch die reichhaltige Bepflanzung vor der Sonne geschützt. Wie in Zoos leider oft üblich, gibt es auch hier Shows. Unter dem Namen Rainforest Fights Back kann man wilde Tiere des Regenwaldes hautnah erleben. Die Elefantenfütterung verläuft weniger gescriptet und zeigt, dass das Wohl der Tiere im Mittelpunkt steht. Schmetterlingsparadiese, Vergnügungsparks und weiße, ausgedehnte Sandstrände. Willkommen auf Sentosa Island, die kleine 5 Quadratkilometer große Insel, früher ein britischer Militärstützpunkt vor der Küste Singapurs, dient den Einheimischen als Naherholungsgebiet. Hier gibt es alles, vom Mallorca-Feeling über rasante Achterbahnen bis hin zu gemütlichen Fahrten mit der Gondelbahn. Mit einem Besuch des Jewels am Singapore Airport beenden wir unsere kleine Reise. Hier kann man den größten Indoor-Wasserfall der Welt beobachten. Aus 40 Meter Höhe ergießt sich das Wasser in die Tiefe. Neben diesem beeindruckenden Spektakel kann man viel Natur sehen und in über 300 Geschäften einkaufen oder essen gehen. Damit lässt sich die Wartezeit auf den Heimflug perfekt überbrücken. Hat euch dieses Video gefallen, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen.